Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Let's Play The Witcher. Wir befinden uns immer noch mittendrin in der Schlacht um Vizima zwischen dem Orden der Flammenrose und den Freiheitskämpfern der Skoyatel. Und eigentlich wollen wir mit beidem nicht so wirklich was zu tun haben. Die Frage ist nur, wo lang geht's jetzt weiter? Das war der einsame Turm. Gut, dann nehmen wir mal Kalksteins Labor als nächstes Ziel. Gucken mal, wie wir da jetzt am besten hinkommen. Haben wir einen Zimmertauchenvertrag? Wir haben einen Zimmertauchenvertrag, ne? Kiefer von 5. Gut, das heißt, wir brauchen eigentlich sogar 6. Gelacht, wenn wir die Biester jetzt nicht erledigen könnten. Ah, ist tatsächlich unser erster Kiefer. Na toll. Das heißt, wir werden wohl ein bisschen farmen müssen. Und flumps. Aber das soll ja nicht das Problem sein, oder? So, 2 Kiefer. Ich meine, wir werden schon unsere Kiefer zusammenkriegen. So, jetzt aber in Kalksteins Labor. Wichtiger Anlaufpunkt jetzt hier gerade. Da wird natürlich geplündert. Guck mal, da hat einer schon Peperovka dabei. Vielleicht kann man sich daraus ja nochmal was mixen. Ich bastel mir viel zu wenig Bomben, oder? Wenn ich darüber nachdenke. Bomben habe ich eigentlich noch gar nicht genutzt. Ja, Klingenüberzüge auch so gut wie gar nicht, ich weiß. Geralt? Ja? Ihr habt einen Aushang gemacht. 2? Welchen meint ihr denn? Beides noch nicht, ne? Den Todesstaub und die Speichel von den Guardians. Kein. Ich bin nur neugierig. Dann können wir uns das Gespräch auch noch sparen darüber. Der König will, dass ich mich um die Strege kümmere. Einst interessierten mich Vampire. Leider konnte ich nie ein lebendes, ich meine, ein untotes Exemplar untersuchen. Um die Striege zu besiegen, müsst ihr eine Nacht in der Nähe ihres Verstecks überleben. Ich empfehle euch, Waffenfette zu besorgen, besonders Argentia und Zinfritöl. Eure berühmten Hexerzeichen sind ebenfalls nützlich. Irden hält die Prinzessin kurz auf, sollte sie Amok laufen. Danke. Kalkstein, ich habe mich gefragt... Ja? Habt ihr bei euren Studien der Mutation ein Heilmittel gegen Unfruchtbarkeit gefunden? Tut mir leid, Geralt. Das habe ich mir gedacht. Lebt wohl. Oh, das ist so eine Sache, die mich an The Witcher echt nervt, dass die ständig einfach die Gespräche beenden. Geralt? Habt ihr von Rabes Rüstung gehört? Eine interessante Legende. Ein Wissenschaftler könnte viel über Gnomentechnologie daraus lernen. Könntet ihr Rabes Rüstung nachbauen, wenn ich euch die Komponenten bringe? Ja, aber ich brauche ein paar Sachen. Die Rüstung von Graf Kobus Ruiter, der in der Schlacht von Brenna fiel. Sein Leichnam liegt samt Rüstung in einer Gruft auf dem Friedhof. Wohin wäre sowieso? Der Friedhof im Sumpf.
Kobus Reuter. Kein Problem. Noch etwas? Die Schriftrolle eines Elfenmeistersängers. Versucht es auch dafür auf dem Friedhof im Sumpf. Das Grab eines Elfenmeistersängers plündern. Was noch? Ebenfalls im Sumpf findet ihr eine alte Mine. Sucht darin einen Stein, der empfindlich auf Magie reagiert. Ich kenne einige Zauber. Wenn ihr die korrekte Abfolge von Zeichen benutzt, öffnet der Stein einen geheimen Durchgang zum Versteck der berühmten Zauberin Agnes von Glanville. Interessant. Hütet euch aber vor Ungeheuern, die sich dort eingenistet haben. Wenn ihr das Versteck erreicht, findet ihr eine magische Formel in einer Truhe. Bringt mir diese Formel und ich fertige euch die Rüstung des Hexers an. Welche Zeichenkombination sollte ich benutzen? Art, Igni und dann wieder Art. Aber verrat das niemandem. Und natürlich brauchen wir Rabes Rüstung. Ja, ich finde das ehrlich gesagt ganz schön faszinierend, wie einfach er hier sämtliche Zutaten für die Herstellung von der legendären Hexerrüstung von Rabe aus dem Ärmel schüttelt. Ja, ich brauch das, das findet ihr da und da, warum hat das dann nicht schon... Na egal. Ist egal. Hier noch ein Fass, aber da ist fast nichts drin. Kann ich die Truhe noch? Er stand doch da von der Truhe, ne? Von der Kiste. Ja, gut. Dann halt die Kiste. Das Doppelkreuz des Alsur. Ihr habt dies bereits gelesen. Gut, dann ist es mir egal. Dann lasset uns jetzt weiterziehen gen anderen Gefilden hier. Das Feldlazarett. Barrikade. Loch in der Mauer. Zum Turm des Metzgers müssen wir noch. Was macht ihr denn da? Freiheit! Hi! Beachtet mich gar nicht, ich bin nicht wirklich hier. Scheiße. Das hier vielleicht? Ach, ihr werdet okay. Sterben. Komm schon. Das lässt sich auch nicht wegräumen, okay. Ich möchte nicht wissen, wie viele uns schon hinterher jagen jetzt hier. Was für eine. Hi. Verdammt. Hier könnte es auch durchgehen, oder? Tut es aber nicht. Hi. Gut, nächster Versuch ist dann hier. Hallo, das ist eine Armbrustschütze des Ordens, du Zwerg, du. Das ist. Ach, leck mich doch am Arsch. Wenn das Spiel das eigene Lore ignoriert. Dann muss doch hier irgendwo einen Weg dahin geben, ey. Was für eine Müllhalde. Da geht's auch nicht lang. Hier hinten vielleicht. Verdammt, was für eine Missgeburt. Danke. Freue mich auch, dich zu sehen. Hi. Gut, dann versuchen wir es über diese Seite hier nochmal. Ah, sehr schön. Dass ihr wieder da habt, ist ja sehr schön. Da freue ich mich schon mal. Ja, das gibt mir die Möglichkeit, gleich noch ein paar Zimmertaubenkiefer zu sammeln. Weg mit dir. Und fuck's.
So, gib mir die Kiefer. Haben wir schon 4, das heißt, hier müssen wir noch einmal vorbeikommen. Und dann haben wir es. Ah, das geht aber auch nicht. Ich weiß, dass das irgendwo da durchgehen muss. Dann versuchen wir einfach erstmal zur Barrikade durchzukommen. Seufze. Ich mag dieses Kapitel nicht so ganz. So, wo ist denn jetzt die Barrikade hier? Das hier? Oder das hier? Nee. Das ist ein Witz sein? Das ja auch nicht, oder? Ja, geil. Ich schlitze euch auf, haariger Affe. Ja, ist schon schön, ne? Ja, da hinten kommen wir ja auch nicht lang. Das haben wir ja schon versucht. Das ist, geil ist das hier gerade, echt. Absolut keine Ahnung, wie ich weiterkommen soll jetzt hier. Scheiß auf friedliche Koexistenz. Der berühmte Hexer. Ja, ja. Das ist doch kacke, ey. Ich weiß, dass das hier irgendwie durchgeht. Oder muss ich erst irgendwie auf die andere Seite und dann von da aus wieder? Das kann doch nicht sein. Oder kommen wir hier oben? Über die Zinnen rüber? In die Richtung? Das geht ja auch. Geht ja auch in die Richtung, meine ich. Nee. Nee, keine Chance. Und vor allem keine Chance, dieses Gebiet zu verlassen, ne? Ich könnte jetzt zum Deich zurück, aber was bringt mir das? Beziehungsweise, ich glaube, ich kann nicht mal zum Deich zurück. Das ist, glaube ich, auch zu. Kostet den Stahl des Ordens. Halt auf die Klappe. Keine Ahnung, das bringt mir doch gar nichts. Ach, super. Wir können handeln. Aber lass die Hände, wo ich sie sehen kann. Das ist gerade echt eine blöde Situation. Reden wir. Ich bin nicht zum Plaudern aufgelegt. Ich will nur etwas fragen. Kein Ton hört ihr von mir. Die Stadt brennt. Anderlinge und Ritter bekriegen einander. Da spreche ich doch nicht mit einer mutierten Missgeburt. Entweder wir handeln oder ihr zieht Leine. Man sieht sich. Mann, oh. Hier ist nichts. Verschwendet. Kostet den Stahl des Ordens. Das Sinnvollste wäre ja, wenn wir hier drüben bei da wo auch Kalksteins Labor und das alles ist, wenn es da irgendwie einen Weg gäbe, weil wir ja von der Geschichte her da so ein bisschen hindirigiert werden. So, seid ihr wieder da? Ja, mein etwas. Dann können wir da unsere Sammlung schon mal vervollständigen. Thank you.
nämlich den Vertrag auch schon mal abgeschlossen. Jetzt können wir überlegen. Kalksteins Labor im Keller war auch kein Weg, oder? Es ist zum Verzweifeln hier gerade. Bei Kalkstein. Die andere Tür können wir auch nicht benutzen. Wie bin ich denn da früher immer rübergekommen? Ich weiß es nicht mehr. Oh, Leute. Geheimnisse der Hexer, also Jahrwelt, bla und blub. Das wissen wir. Leckt mich doch an. Ich soll zum Krankenhaus zurückgehen und mit Shani sprechen. Ist schön, dass das auch mal in irgendeiner Art und Weise hier darauf hingewiesen wird, dass man das vielleicht mal machen sollte. Noch ein Schritt und es wird ernst. Das ist doch das Krankenhaus. Da kann ich nur die Rückseite rein oder was? Oh, das ist natürlich. Hi. Was ist mit der Striege passiert? Falscher Alarm. Ein Mutant hat die Soldaten angegriffen. Braucht ihr Hilfe? Nicht mehr als jeder andere. Lasst mich entscheiden. Shani. Ihr scheint wohlauf zu sein. Habt ihr keine Angst, dass die Ritter des Ordens oder die Elfen auftauchen könnten? Beide denken doch, ihr versorgt den Feind. Für mich sind das keine Feinde. Nur Verwundete. In diesem Krankenhaus unterscheiden wir nicht zwischen Völkern und politischen Standpunkten. Das habe ich in Brenner gelernt. Rotschopf hat dort Nilfgaarder und auch unsere Leute behandelt. Einen Patienten hat er sogar mit seinem Körper geschützt, als Elfen kamen. Hoffentlich habe ich auch den Mut, meine Patienten zu beschützen. Ich bin sicher, das werdet ihr. Allerdings wäre es mir lieber, ihr würdet fliehen. Schön zu hören. Warum erzählt ihr mir das alles? Was war das für ein Geräusch? Na, wer stürmt den Laden? Scoia'tael. Ihr behandelt Menschen, wie ich sehe. Wir verwunden sie, damit sie sterben, und ihr behandelt sie wie unlogisch und in höchstem Maße gegen unsere Interessen. Raus aus meinem Krankenhaus. Auf den Straßen könnt ihr euch nach Herzenslust gegenseitig umbringen. Aber lasst euch hier nicht mehr blicken. Shani, Vorsicht. Tötet die Däune. Okay. Oh, Geralt, schlag doch einfach mal zu. Wie wär's denn da? Hä? Ich schlitze euch auf, haariger Affe. Irgendwo haben die einen Heiler. Aber selbst mit Heiler. Kommen die nicht gegen Geralt von Riva an? Sie wollten die Verwundeten abschlachten. Wie kann man nur so tief sinken? Ich habe in der Stadt Schlimmeres gesehen. Danke. Im Namen aller Patienten. Die dürften euch nicht mehr behelligen. Auf bald. Leb wohl. Boah, ernsthaft? Was geht hier vor? Ihr kommt zu spät. Die Angreifer sind bereits tot. Geht jetzt bitte. Ihr macht den Verwundeten Angst. Alle Anderlinge festnehmen und verhören. Wer gab euch diesen Befehl? Unsere Kommandeurin, die Weiße Ryla. Ergreift sie! Seid ihr verblödet, Soldat? Ihr geht entweder zu Fuß hier weg oder liegt tot auf dem Rücken. Sterbt, Ungeheuer! Sterbt, Gauner! Okay, und nochmal.
Geralt, du darfst ruhig auch zuschlagen, ja? Es sei dir gestattet. Ja, wie er sich immer... Wozu habe ich eigentlich diesen Gruppenkampfstil, wenn ich den nie benutzen kann, weil er ständig pariert wird? Ich glaube, dass wir tatsächlich hier gegen beide Seiten kämpfen müssen. Das hat damit zu tun, dass wir halt den Pfad der Neutralität verfolgen, ne? Wenn wir auf der Seite einer der beiden Fraktionen stünden, müssten wir jetzt nur gegen eine Seite kämpfen. Ich brauche etwas zu trinken. Unglaublich, dass die uns umbringen wollten. Braucht ihr noch mehr Hilfe? Ich muss zum Friedhof im Sumpf. Ohne die Medizin der Druiden erlebt die Hälfte dieser armen Teufel den morgigen Tag nicht. Perfekt. Da muss ich auch hin. Wir schleichen uns durch. Gehen wir. Hinten raus. Meiden wir den Kampf. Okay. Ich habe ehrlich gesagt gar nicht so wirklich das Bedürfnis, diese ganzen Leichen hier noch zu plündern. Aber wenn Shani jetzt hier weg ist, hatten wir hier nicht noch eine Verabredung? Ich möchte euch gern wiedersehen. Schwester? Okay, dann nicht. Dann lasst uns von hier verschwinden. Wir haben eine Krankenschwester zu eskortieren. Krankenschwester, Ärztin. Schlechte Nachrichten. Ich habe einen Blick in die Gasse geworfen. Das ist der einzige Weg. Und da wimmelt es von Nekrophagen. Kein Problem. So, welche Gasse denn jetzt? Ah, Shani läuft vor. Okay. Das ist ja wirklich kein Problem. Das sind ja niedliche Nekrophagen hier. Schade, ich komme nicht mal gegen den Ghoul an hier. Ist ja schon... Und flumps. So. So viele habe ich nicht mal nach der Schlacht von Brenner gesehen. Die ernähren sich schon seit Monaten von Pestopfern. Das Feuer muss sie hierher gelockt haben. In dieser Richtung sind noch mehr. In der Tat. Ah. Diesmal konnte ich es auch wegräumen hier. Nur einer blieb über. Arme Sau, hat nicht gemerkt, wie ich alle deine Kollegen abgeschlachtet habe hier. Ach, ein Graveier ist auch noch da, okay. So. Aber damit ist das trotzdem jetzt wieder erledigt hier. Wir müssen wohl einen anderen Weg finden. Wenn ich die Wahl habe, kämpfe ich lieber gegen Ungeheuer, als mich in fremder Leute Schlachten verwickeln zu lassen. Dann ist das wohl der einzige Weg. Gehen wir. Ja, hier lang weiter, ne? Guck, da sind noch mehr von denen. Diesmal sogar mit Zimmetauren. Die ich aber natürlich jetzt auch nicht mehr brauche. Das ist endlich. Shani, kommst du? Es wird immer schlimmer. Ah, so schlimm ist es gar nicht. Ich kann die Lücke in der Mauer sehen. Ja, und den Metzgerturm, der ist doch jetzt hier auch, ne?
Hier, da ist der Turm des Metzgers. Da will ich hin. Da muss ich hin. Irgendwie. Hier ist der Zugang. Jo, wunderbar. Wunderbar. Endlich. Denn im Metzgerturm. Treffen wir den Zahnarzt wieder. Und da müssen wir ja auch noch was abgeben, ne? Hexer Geralt, was führt euch hierher? Sahin Schmerz. Das erklärt das Stöhnen. Schon mal von Narkose gehört? Natürlich, aber ich bin allergisch gegen Kräuter. Das Geschäft läuft wohl nicht gut. Das Stöhnen muss potenzielle Patienten abgeschreckt haben. Es lag nicht am Stöhnen. Es liegt an diesen blutigen Unruhen zwischen den Elfen und dem Orden. Allerdings habe ich so etwas Zeit, meiner Leidenschaft nachzugehen. Ich sammle Zähne, habe ich das nicht gesagt? Und jetzt bei diesem Krieg gibt es so viele interessante Exemplare. Seltsames Hobby. Ist es das? Für mich wirkt es wie jedes andere auch. Dieser Ort ist seltsam. Er war einst eine Folterkammer. Bleiben die Patienten deshalb aus? Vielleicht, aber er hat doch etwas Gutes. Als ich hier eingezogen bin, waren schon fast alle Instrumente hier, die ich für meinen Beruf brauche. Hurra! Ich habe die Fangzähne eines Alps. Interessant. Alps injizieren ihren Opfern ein Narkotikum. Vielleicht kann ich es extrahieren. Vielleicht kann ich ein Narkotikum herstellen, das meine Allergie nicht verschlimmert. 150 Orens. Danke. Und dann... Na. Wie kann ich euch helfen? Dann habe ich noch... Hier ist der Kiefer eines Zementauren. Kräftige Zähne, die Knochen zermalmen, um an das Mark zu kommen. Eine wahre Delikatesse für Aasfresser. 150 Orens. So. Haben wir das erstmal wieder abgeschlossen. Aber wir kommen natürlich später nochmal wieder. Denn noch ist diese Quest nicht vorbei. Die ultimative Belohnung fehlt uns da noch. Aber jetzt mal einfach mit Shani mit. Der letzte Marsch gegen Mauer. Was ist das, Garkins? Das sind Garkins, ja, wunderbar. Super. Garkins-Zähne brauchen wir, glaube ich, auch noch, ne? Das heißt, ich weiß nicht, ob man von den Garkins Zähne kriegt, die wir potenziell dann den Zahn abgeben könnten, aber auf jeden Fall haben wir noch unseren Garkin-Auftrag laufen. Für den Garkin-Speichel. So. Nein, die Garkins! Die weiße Reila. Verabschiedet sich. Wir müssen hier raus. Für sie kommt jede Hilfe zu spät. Wir müssten bald im Sumpf in Sicherheit sein. Oh, leck mich doch am Arsch! Ich wollte die Garkins noch plündern! Warum mobbt mich das Spiel immer so? Das ist nicht gemein. Das finde ich jetzt echt gemein.
Wie schrecklich. Ich hatte noch nie solche Angst. Ihr wart sehr tapfer. Ohne euch hätte ich das nie geschafft. Wohin soll ich euch bringen? Ich habe einiges zu erledigen. In der nahegelegenen Druidenhöhle bin ich sicher. Jo, kein Problem. Klar, wenn du mir sagst, wo die Druidenhöhle ist, die... Wollt ihr mich verarschen? Verteidigt euch! Okay, das ist jetzt hier der Sumpf, ne? Und während der letzte Blot Zulga noch um uns zuwatschelt, kann ich euch schon mal sagen, das war's auch mit The Witcher für heute. Ja, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid dann in der nächsten Folge wieder mit dabei. Ich würde mich da auf jeden Fall sehr drüber freuen. Bis dann. Flammenrose! Okay, vielleicht auch noch nicht bis dann. Hexe, ist alles in Ordnung? Ihr kamt gerade zur rechten Zeit. Ich bin Jacques de Aldersberg, Großmeister des Ordens der Flammenrose. Geralt von Riva, Hexe. Ich habe viel über euch gehört und kenne eure Taten aus einer verlässlichen Quelle. Erklärt das bitte. Geralt von Riva bittet mich um Erklärungen. Er, der sonst andere so großzügig an seinem Wissen teilhaben lässt. Vergebt mir, dass ich nicht lache. Ich habe nur den Witz nicht verstanden. Ich habe nicht vor, ihn zu erklären. Im Gegensatz zu euch bin ich ein Mann der Tat. Ich möchte lachen, wenn ich mich eurer pseudophilosophischen Reflexionen erinnere. Hexe, nur die Zeit kann uns lehren. Nur mit der richtigen Perspektive kann man begreifen, was Recht ist, wer Mensch ist, wer Ungeheuer, was das Böse ist und wie man es überwindet. Ich bin nicht in Ratestimmung. Erzählt mir doch einfach, weshalb ihr so verbittert seid. Anderenfalls sollten wir uns trennen. Verzeiht mir, ich bin manchmal etwas gereizt. Ihr müsst wissen, manchmal berichtet man mir von euren Taten und auch wenn ich sie nicht alle billige, höre ich sie doch mit Interesse. Und wie habe ich das Interesse des Großmeisters des Ordens der Flammenrose geweckt? Ich weiß gern, was in Temerien vorgeht. Das hilft mir, zur rechten Zeit am rechten Ort zu sein. Jedenfalls danke für eure Hilfe. Ihr seid zwar kein Mensch, doch es ist die Pflicht eines jeden Ritters, den Hilfsbedürftigen zu helfen. Ein Bestandteil unseres Gelübdes. Hört sich wunderbar an. Eine Schande, dass nur noch wenige echte Ritter übrig sind. Um ehrlich zu sein, habe ich noch keinen kennengelernt. Ein Jammer, dass ihr das Gedächtnis verloren habt. Ich hätte euch an so manches erinnern können. War es etwa Siegfrieds ritterliche Pflicht, euch über mein Privatleben zu informieren? Siegfried ist keine Klatschbase. Und selbst wenn er es mir erzählt hätte, dann nur aus dem Wunsch heraus zu helfen. Nein, ich hatte eine andere Quelle. Und welchen Namen trägt diese Quelle? Sie trägt viele Namen und ist launisch wie eine Liebste. Magie, Hexe. Ich verstehe. Wisst ihr etwas über den Orden? Der Orden ist von seiner Basis bis zur Spitze ein Ideal. Unsere Mission, unsere Vision. Unser Ziel ist eine neue Welt, eine neue Ordnung, die nach dem weißen Frost kommen wird. Eine Welt, in der alle bekommen, was sie verdienen. Und zwar nicht durch Geburtsrecht oder Beziehungen. Eine Welt, in der die Starken den Schwachen helfen und Verbrechen, wie es sich gehört, bestraft werden. Eine Welt mit klaren Prinzipien und Idealen. Ihr müsst wissen, dass jeder uns beitreten kann, ob Bauer, Kaufmann oder gar Hexe. Ritter fordern keinen Lohn. Sie werden für Großtaten befördert.
Ich nehme an, neutrale Hexer gehören nicht zu diesem Ideal. Hoffentlich wird eure wunderbare Vision nicht zum Albtraum. Ich hoffe, ihr versteht es, wenn die Zeit gekommen ist. Lasst euch nicht von mir aufhalten. Ich mag es nicht, wenn ich Leuten Gefälligkeiten schulde. Ihr habt eure Schuld beglichen. Ich verstehe das nicht. Ihr schuldet mir nichts. Unsere Pause ist beendet. Antreten! Lebt wohl. Jo. Okay, und gleich ins nächste. Ich gehe zur Höhle der Druiden. Meine Patienten brauchen ihre Medizin. Ich werde euch begleiten. Nicht nötig. Nach diesem Massaker dürfte es nicht mehr viele Ungeheuer geben. Na gut. Bis später. Bis später. Der kommt auch wieder zurückgescheißert. Sag mal, kannst du dich mal entscheiden jetzt, oder was? Hi. Bis zum nächsten Mal. Dann beenden wir dieses Gespräch. So. Beenden ist ein gutes Stichwort. Das war's jetzt aber echt mit The Witcher für heute. Danke fürs Zuschauen und bis dann. Immer noch keinen Eintrag für Jacques de Aldersberg, oder? Nee. Interessant. Weiße Raila. Die Weiße Raila ist nach Rizima zurückgekehrt. Sie starb bei den Kämpfen zwischen Anderlingen und dem Orden in der brennenden Stadt durch Elfenpfeile. Der Friedhof in den Sümpfen. Als der Königshof noch im alten Herrenhaus residierte, wurden die Sümpfe ringsum regelmäßig trockengelegt und von Ungeheuern befreit. Einen Großteil der Marschen beansprucht ein alter Friedhof, dessen Geschichte bis in die Zeit der Elfen zurückreicht. Derzeit liegt die Hauptnekropole Visimas innerhalb der Stadtmauern, während der Friedhof in den Sümpfen zu einem gefährlichen Ort wurde, an dem es nicht geheuer ist. Brackwasser hat die Eingänge zahlreicher Grüfte geflutet und in den stinkenden Dünsten lauern zahllose, unangenehme Kreaturen. Dennoch haben Flüchtlinge aus Alt-Visima Unterschlupf in den kleinen Höhlen gefunden, die die Marschen überziehen.